Hallo und willkommen zu einem neuen Nice to Know. Wenn einmal ein Unfall passiert und man schnell Hilfe holen muss, dann ist das heute dank Smartphone recht einfach. Während man früher auf der Autobahn noch die nächste Notrufsäule suchen musste, reicht jetzt ein Griff zum Mobiltelefon. Wobei das im Gegensatz zur Notrufsäule nicht sofort die Info mitliefert, wo man sich gerade befindet. Doch das ist nur halb richtig, wenn du die Notfallfunktionen von deinem Handy kennst. Bitte verwendet diese Funktion nur in einem echten Notfall und achte darauf, keinen unnötigen Notruf abzusetzen. Wir haben als Beispiel ein Handy von Samsung genommen. Wo du die Infos und Einstellungen zu den Samsung-Handys findest, das zeigen wir dir jetzt. Als erstes schauen wir uns die SOS-Nachrichten an. Diese aktivierst du so. Öffne die Einstellungen. Wähle den Punkt Erweiterte Funktionen. Scrolle nach unten. Dort findest du den Menüpunkt SOS-Nachrichten senden. Hier kannst du deine SOS-Nachrichten aktivieren, indem du den Regler oben auf Einstellst. Danach musst du allerdings noch die Nutzungsbedingungen akzeptieren. Nimm dir hier bitte die 3 Minuten Zeit und lies sie dir durch. Dann weißt du, was du von der Funktion erwarten kannst. Unter dem Punkt Nachrichten senden an kannst du eine oder mehrere Personen aussuchen, an die deine SOS-Nachricht verschickt wird. Hast du die Funktion aktiviert, kannst du außerdem noch aussuchen, was in der SMS bzw. MMS gesendet wird. Entweder Bilder, die deine Front- und Hauptkameras machen, oder eine 5 Sekunden lange Audioaufnahme oder auch beides. Beides wird direkt nach der Aktivierung der Notfallfunktion aufgenommen. Dein aktueller Standort wird vom System automatisch mitgeschickt. Dafür wird dein GPS aktiviert, falls es aus ist. Der Notruf wird noch nicht gewählt. Ab sofort musst du nur noch 3-mal schnell die Ein- und Aus-Taste an deinem Smartphone drücken, um so den Alarm an deinen Notfallkontakt zu schicken. Kommen wir nun zum zweiten Punkt, den Notfallinformationen. Die kannst du folgendermaßen einrichten. Öffne dein Telefonbuch und wähle den Reiter Kontakte aus. Der oberste Kontakt hat die Überschrift Ich und ist dein eigener Kontakt. Tippe ihn an. Hier kannst du nun deine Notfallinformationen hinterlegen. Im ersten Punkt, der medizinische Informationen heißt, kannst du medizinische Befunde, Allergien und Medikamente, die du nehmen musst, eintragen. Auch für die Blutgruppe und weitere Informationen gibt es Felder. Im Ernstfall können diese Infos dann über den Sperrbildschirm abgerufen werden und helfen zum Beispiel Rettungskräften, dich sofort richtig zu versorgen. Unter dem zweiten Punkt, Notfallkontakte, kannst du diejenigen eintragen, die informiert werden sollen, wenn dir was passiert ist, beispielsweise deine Eltern. Aber bedenke, dass alle Notfallinfos auch von allen anderen, die dein Handy in die Finger bekommen, abgerufen werden können. Das geht übrigens, indem man auf dem Sperrbildschirm auf Notruf tippt. Die Notfallkontakte und die medizinischen Infos können dann über einen Button unten links aufgerufen werden. Der dritte Punkt, den dein Smartphone dir als Vorbereitung auf einen Notfall bietet, ist der Notfallstandortdienst. Und der funktioniert so. Gehe in die Einstellungen, öffne den Unterpunkt Standort und scrolle nach unten. Hier wählst du nun den Punkt Notfallstandortdienst aus und kannst nun per Regler einstellen, ob dein Standort über den Dienst gesendet werden soll. Der Standortdienst ist mit dem Einsatzleitsystem, kurz ELS, verbunden, sofern es in deiner Region unterstützt wird. Das heißt, wenn von deinem Handy eine Notfall-SMS gesendet oder ein Notruf getätigt wird, schickt es gleich deinen Standort mit. So können dich Rettungskräfte schneller finden. Natürlich ist der beste Fall, dass du niemals in eine Situation kommst, in der du die Notfallfunktion brauchst. Wenn es doch mal passiert, dann sind sie aber auf jeden Fall hilfreich. Denke darüber nach, die Notfalldienste einzurichten und sag auch deinen Eltern Bescheid. Das war's für heute und bis zum nächsten Mal für ein neues Nice to Know.